Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem kleinen Try-on-Haul. Vorab wollte ich mich aber erst nochmal entschuldigen, dass so lange kein Video mehr kam. Ich glaube, ganze 2 Wochen kam jetzt keins mehr. Es liegt ganz einfach daran, dass ich ziemlich viel Schulstress hatte. Keine Ahnung, irgendwie hatte man dann nicht mehr so viel Zeit. Und wenn man dann mal Freizeit hatte, wollte man die anders verbringen, als dabei ein Video aufzunehmen. War das Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war ich vor einer Woche in Groningen. Deswegen dachte ich so, okay, ich kann euch ja die Klamotten zeigen, die ich mir gekauft habe. Und ich will ja sowieso hier noch auf diesem Kanal Real Life bringen. Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe einen neuen Gaming-Kanal. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Also abonniert den gerne noch. Da werden auch übrigens meine Livestreams kommen. Und dann würde ich sagen, schnacken wir gleich lange drum herum und fangen direkt mit dem Video an. Und ich wollte halt gerne einen Try-on-Haul machen, keinen normalen Haul, weil ich das viel besser finde, wenn man die Sachen auch so sieht. Weil angezogen sehen die nochmal besser aus, als würde ich die jetzt einfach so stinknormal in die Kamera halten. Und deswegen setze ich mich jetzt erstmal an die Seite. Und dann würde ich sagen, fangen wir schon mit dem ersten Oberteil an. Und das ist auch genau das, was ich gerade auch trage. Ich finde generell rote Oberteile und orangene Oberteile mega nice. Ich weiß nicht, ich finde, das passt gleich so am besten zu mir, auch mit meinen Haaren und was weiß ich was. Und ja, finde ich auf jeden Fall mega schön, auch mit den Blumen und sowas. Keine Ahnung, Blumenmuster ist ja anscheinend out, aber ich trage trotzdem auch mega viel Blumenmuster. Ja. Silber hat das Oberteil 18 Euro gekostet und das müsste bisher S sein. Generell, H&M gibt es ja irgendwie gefühlt überall, aber ich finde, in Groningen gab es eine komplett andere Auswahl als bei mir im Ort. Unser H&M ist jetzt auch nicht gerade so unbedingt klein. Aber irgendwie finde ich das fast nie Sachen. Ich bin so glücklich gewesen, als ich so in Groningen in den H&M reingegangen bin. Da waren so richtig viele Sachen, die mir mega gefallen haben. Aber okay, kommen wir auch schon zum nächsten Oberteil. Und zwar ist das hier. Das habe ich ebenfalls von H&M, aber das habe ich in Größe M genommen. Weil, keine Ahnung, irgendwie saß das Oberteil in S richtig komisch. Das ist ja auch ein bisschen bauchfrei. Ich glaube, das sieht man in dem Video gar nicht, weil ich da eine High-Waist-Hose anhabe. Aber in S war es halt noch mehr bauchfrei. Ich fand, dass das schon einen riesigen Unterschied gemacht hat. Generell war das Oberteil ziemlich komisch geschnitten oder merkwürdig, weil es hat auch hier so mal so reingedrückt. Deswegen habe ich das in der Größe größer genommen. Finde ich auch viel besser so. War halt einfach viel gemütlicher zu tragen. Und das Oberteil hat 13 Euro gekostet. Ja, wie gesagt, das habe ich halt in Gelb genommen, weil Gelb und Rot, Orange wieder, keine Ahnung, Orange würde ich eher sagen, sind halt momentan so mit meinen Lieblingsfarben. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem Rock. Den habe ich zwar nicht letzte Woche gekauft, aber mit dem mache ich momentan richtig viele Bilder. Und zwar der hier, den habt ihr gleich auch bei dem Video mit dem Oberteil gesehen. Ich weiß nicht, ich liebe den Rock einfach mega. Ich hatte ja auch einen anderen Rock bestellt, was ihr, glaube ich, auch in dem einen Video gesehen habt. Aber den habe ich ja wieder zurückgeschickt, weil er mir nicht gefallen hat. Und ja, ich wollte halt so einen schönen, kurzen Schulmädchenrock. Und ja, ich habe halt mega lange gesucht und nichts gefunden. Dann bin ich bei C&A gewesen, habe den dann zufällig noch gefunden und war mega zufrieden. Der hat 8 Euro gekostet, oder 7 Euro hat der gekostet. Und der ist auch ein größer S. Und dann kommen wir auch schon zu den zwei letzten Teilen. Ich war sowieso mega erstaunt. Eigentlich kaufe ich mir immer nur so 1-2 Sachen und fühle mich schon schlecht. Aber da habe ich mir 4 Sachen gekauft und einige denken sich so, ach, hey, das ist ja gar nichts, aber weiß nicht, ich bin ein ziemlich geiziger Mensch und habe mich voll schlecht gefühlt danach. Aber egal, es hat sich gelohnt. Kommen wir auch schon zur allerersten Jacke. Und zwar ist das die hier. Die ist in Camouflage und in Größe M, weil ich nehme Jacken immer eine Größe größer, als ich habe, weil finde ich einfach besser und dann passen die viel besser und müssen einfach eine Nummer größer, finde ich. Ja. Auf jeden Fall hatte ich bei der erst Angst, die zu kaufen, weil die halt schon ein bisschen auffälliger ist. Und ich bin halt immer so, was die Jacken angeht, eher so der schlichte Mensch. Da hatte ich Angst, dass ich mir die kaufe und die nur rumliegen wird. Und ich mag die echt mega, mega gerne. Klar kann man nicht zu allen möglichen tragen. Zu dem Urteil will ich das jetzt zum Beispiel nicht tragen. Einfach wegen dem Muster passt es nicht zusammen. Auf jeden Fall hat die nur 20 Euro gekostet und ist von Pull & Bear. Ja, wie gesagt, ich bin halt eigentlich echt so voller Sparfuchs, weil ich so geizig bin und was weiß ich. Deswegen habe ich direkt zugeschlagen. Ich bin echt mega, mega zufrieden. Ich hätte auch niemals gedacht, dass man so eine Jacke für 20 Euro bekommt. Klar, die ist dünn und ist auch nur so eine Übergangsjacke. Ach, ich bin echt mega zufrieden und passt ja einfach momentan zur Jahreszeit. Kann man einfach tragen. Mag ich auf jeden Fall mega gerne. Passend dazu habe ich mir die Jacke auch nochmal in Schwarz gekauft. Und zwar hier. Ja, die habe ich auch in Größe M gekauft und ist ja dieselbe, also auch 20 Euro. Dachte so, ja okay, eigentlich wollte ich erst noch die schwarze kaufen, weil schwarze Jacken kann man überall zu anziehen. Und dann habe ich mich, wie gesagt, noch dazu entschieden, die Camouflage-Jacke auch zu kaufen. Ich bin echt mega, mega froh. Ich glaube, viele mögen auch nicht, wenn die Jacken so ein bisschen weiter geschnitten sind, aber bei denen finde ich das einfach mega chillig einfach. Und ja, ich bin echt mega zufrieden.
Ich mag die beiden Jacken auf jeden Fall mega gerne und irgendwie trage ich noch die. Ich habe ja auch eine Bomberjacke von Alpha Industries, eine schwarze. Die habe ich eine Zeit lang auch mega oft getragen, aber irgendwie mag ich den Schnitt einfach nicht mehr so gerne. Das passt einfach nicht wirklich für mich. Und deswegen wollte ich halt gerne zwei neue Jacken haben. Und die haben ja zusammen nur 40 Euro gekostet und ich war echt sehr glücklich darüber. Das war's auf jeden Fall mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat der gefallen, auch wenn das ein bisschen spontan war. Ich habe auch echt mega Kopfschmerzen schon den ganzen Abend, aber ich würde das Video halt gerne noch aufnehmen. Also ja, war halt mein erster Try-on-Haul, mein erster richtiger Try-on-Haul. Also nehmt mir das nicht zu übel, wenn das nicht so das Beste war. Aber ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben oder generell irgendwelche Videowünsche. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. It's too late now, I remember everything.